Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Österreich hat schon wieder einen neuen Bundeskanzler. Der bisherige Innenminister Karl Nehammer übernimmt von Alexander Schallenberg, wie wir seit heute fix wissen. Das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Genauso wenig wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der bereitet sich in der Hofburg wohl schon mal auf das vor, was er am besten kann. Neue Regierungsmitglieder angeloben. Denn der Abgang von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Drei türkise Ministerien werden neu besetzt, Alexander Schallenberg wird wieder Außenminister und das Kanzleramt bekommt eine neue Staatssekretärin. Falls Sie den Überblick verloren haben, wer künftig wofür zuständig sein soll, fassen Julia Berger und Ronita Ferner das Wichtigste noch einmal zusammen. Durch den Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik bleibt in Österreichs Spitzenpolitik fast kein Stein auf dem anderen. Noch am gestrigen Abend treten Finanzminister Blümel und Bundeskanzler Schallenberg zurück. Heute wirft auch Bildungsminister Fassmann das politische Handtuch. Und neue rücken nach. ÖVP-Chef und Bundeskanzler wird Karl Nehammer. Der derzeitige Innenminister ist vor allem für seinen harten Migrationskurs bekannt. Zuletzt erntet er für die Ermittlungspannen im Vorfeld des Wiener Terroranschlages Kritik. Kurzzeitkanzler Alexander Schallenberg übernimmt wieder seine ehemalige Funktion als Außenminister. Er ist der kürzest dienende Kanzler der Republik. Der neue Innenminister heißt Gerhard Karner. Der Niederösterreicher ist in seinem Heimatbundesland zweiter Landtagspräsident und Bürgermeister der Gemeinde Texingtal. Immer wieder hat er für die ÖVP Niederösterreich Wahlkämpfe organisiert. Bildungsminister wird der Steirer Martin Pollaschek. Er ist Rektor der Universität Graz, Rechtshistoriker und bisher für viele ein unbeschriebenes Blatt. Nicht rasend bekannt ist vielen auch Magnus Brunner. Und das, obwohl er schon seit fast 2 Jahren in der Spitzenpolitik als Staatssekretär im Klimaministerium tätig ist. Nun wird er Gernot Blümel als Finanzminister ablösen. Neue Staatssekretärin im Bundeskanzleramt wird die erst 26-jährige Oberösterreicherin Claudia Plackholm. Sie ist die Bundesobfrau der jungen ÖVP und kam mit 22 Jahren als bisher jüngste Abgeordnete in den Nationalrat. Tja, kaum wieder zu erkennen, diese Regierung. Was ist von den Neuen zu erwarten? Werden sie das Land durch diese schweren Zeiten führen können oder erwarten uns doch wieder Neuwahlen? Über all das möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und das sind heute Abend. Christian Nusser, er ist Chefredakteur der Zeitung Heute. Schönen guten Abend. Guten Abend. Rainer Nowak ist Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Alexandra Föderl-Schmidt ist stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Guten Abend. Klaus Herrmann ist Chefredakteur der Kronenzeitung. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und Petra Stulber ist stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Hallo und herzlich willkommen an Sie alle. Frau Stulber, da werden jetzt Leute hin und her geschoben und aus dem Hut gezaubert, als ging es um eine Übergangsregierung. Wir befinden uns aber mitten in einer Pandemie und es gilt eigentlich, eine vierte Corona-Welle zu brechen. Ist denn jetzt Zeit für solche Umbrüche? Also ich würde so sagen, der Herr Bundespräsident hat heute in seiner Ansprache die richtigen Worte dafür gewählt. Er hat gemeint, es sei zwar sehr wohl das Recht der ÖVP, Minister zu nominieren, die sie wolle, aber sie müsse schon auch auf das große Ganze schauen und nicht nur auf das, was der ÖVP gut tut. Ich würde es mal so formulieren, Sebastian Kurz hat bis zuletzt darauf geschaut, dass er im Abgang das tut, was ihm am besten tut. Und er hat sich als würdiger ÖVP-Obmann dieser Partei erwiesen, weil diese Partei es ihm nachgetan hat. Also man hat hier im großen Stil die Bundesländer bedient oder die Bundesländer haben sich selbst bedient, ich würde es mal so sagen. Und es sind zum Teil halt einfach auch wirklich Entscheidungen getroffen worden, die ich persönlich jetzt gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, wieso Bildungsminister Fassmann jetzt plötzlich gehen musste. Ich meine, der Mann hatte immerhin eine Linie in der Pandemie und ich meine, da kann man dazu stehen, wie man will, aber der hat immerhin gemeint, okay, ich möchte nicht, dass die Schulen in den Lockdown gehen, dafür stehe ich, dafür kämpfe ich. Jetzt kommt ein neuer, man weiß nicht, wie der ist, was der sagen wird, ob der diesen Kurs weiterfährt oder einen anderen Kurs fährt. Und das alles in einer Zeit, in der gerade die Jugend extrem belastet ist. Und diese Pandemie macht mit den Kindern und Jugendlichen wirklich einiges, was sehr unangenehm ist und setzt ihnen zu. Und dann einfach so diese Rochaden, nur weil die Steiermark jetzt auch jemanden braucht. Und so. Also
Ich muss schon sagen, also das war irgendwie ein Exzess an Egoismus, diese große Regierungsumbildung. Herr Nowak, verstehen Sie, warum der Rücktritt von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef so weitreichende Folgen auf die türkisen Teile der Regierung haben muss? Na gut, man braucht einen neuen Kanzler und das hat man sich auf Herrn Nehammer verständigt innerhalb der ÖVP. Mir kommt vor, dass der Rücktritt von Sebastian Kurz vor allem eines ausgelöst hat, dass innerhalb weniger Stunden oder vielleicht schon sein erster Rücktritt innerhalb weniger Stunden ist die ÖVP wieder die alte ÖVP geworden, also von türkis zu schwarz, bis auf einzelne Repräsentanten für die Regierung, die nahezu kurz stehen oder wie die neue Staatssekretärin. Aber prinzipiell ist es genauso wie früher. Früher hat die ÖVP prinzipiell in einer unglaublichen Art und Weise nach Bünden, nach Ländern die Ministerien besetzt. Und das macht sie jetzt genauso wieder. In Wahrheit führen die Landeshauptleute diese Bundesregierung, im Speziellen die Landeshauptfrau Mikl-Leitner, ist, glaube ich, die heimliche ÖVP-Chefin, Kanzlerin. Diese neue Regierung ist niederösterreichischer als die meisten zuvor. Also da sieht man die Handschrift und der Bundespräsident hat es angesprochen, wobei man schon sagen muss, die gleichen, die das jetzt kritisieren, haben dann natürlich auch immer kritisiert, dass Sebastian Kurz nicht und völlig rücksichtslos nur quasi auf sich selbst fokussiert entschieden hat und sich sein Team selbst ausgesucht hat, niemanden eingebunden hat und quasi so eine kleine Art türkise Diktatur aufgezogen hat gegen die Länder. Das war dann vielen auch nicht recht. Also die ÖVP hat auch darüber das Problem, dass es irgendwie schwierig ist, wie sie es dann selbst darstellt. Und doch ist nicht alles so wie früher. Eli, es ist vorbei, der Satz, den Ex-Neos-Chef Matthias Strolz in der Sendung Im Zentrum zur Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gesagt hat, ist zum Spruch des Jahres geworden. Und gestern hat man ja wirklich gemunkelt, dass es für Köstinger und für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck vorbei sein könnte. Aber beide sind immer noch im Amt. Warum denn? Haben die so gute Arbeit gemacht? Das ist unterschiedlich. Bei der Frau Schramböck ist es so, dass ein Posten für Tirol gesetzt war. Nach meiner Information war sie kurzfristig auch weg. Man hat aber dann niemanden geeigneten in Tirol gefunden, der sie ersetzen kann oder ersetzen wollte. Bei der Frau Kösting ist es anders. Auch sie stand zur Disposition, aber sie ist dann letztlich geblieben. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Beim Herrn Fassmann, das war im Beitrag nicht ganz korrekt dargestellt, meiner Ansicht nach, er hat nicht das Handtuch geworfen, es wurde geworfen. Also in der Früh war es ganz klar so, dass er nicht zurücktreten wollte. Er hat auch seinen Rücktritt nicht angeboten, sondern er hat gesagt, wenn es so sein muss, dann muss es so sein, aber ich würde gern bleiben. Das macht einen gravierenden Unterschied, weil dann sieht man in Wirklichkeit, um die aufgeworfene Frage, warum er gehen musste, alte ÖVP heißt in Wirklichkeit, du brauchst eine starke Verankerung in irgendetwas, entweder in einem Bund oder im Bundesland oder in der Partei. Herr Fassmann konnte nichts von dem bieten. Das heißt, es war ganz logisch, dass er dann das erste Opfer wird, weil eben die ÖVP wieder Jobs so besetzt, wie sie früher immer Jobs besetzt hat, nach einer klaren Arithmetik. Wir haben 8 Bundesländer jetzt vertreten in der Regierung. Nur Burgenland hat keinen Minister oder Staatssekretär. Das hätte vor 15 Jahren gleich laufen können. Freiwillig das Handtuch geworfen oder zumindest Platz gemacht hat der Bundeskanzler. Alexander Schallenberg war genau 52 Tage im Amt. Er hat sich wohl immer nur als Platzhalter verstanden. Loyalität ist gut und schön, aber ist das die Art und Weise, wie man mit dem wohl wichtigsten Amt im Land umgeht? Ja, das hinterlässt natürlich wirklich eine sehr seltsame Optik. Alexander Schallenberg hat allerdings von Anfang an Fehler gemacht, hat sich immer wieder ganz offensichtlich nicht aus dem Schatten des Altbundeskanzlers bewegen können und hat tatsächlich immer als eine Marionette von Sebastian Kurz gewirkt. Dann ist er aus dem Schatten getreten bei der Landeshauptleutekonferenz in Tirol, wo er noch davor verkündet hat, einen Lockdown österreichweit werde es sicher nicht geben, um dann am nächsten Tag oder nach einer Nacht zu verkünden oder verkünden zu müssen, dass es doch einen Lockdown gibt. Da haben die spätestens zu diesem Zeitpunkt haben die Landeshauptleute die Macht in der ÖVP wieder übernommen gehabt. Da hat man dann gemeint, vielleicht hat er sich jetzt von Sebastian Kurz ein bisschen absetzen können, aber tatsächlich ist er eigentlich nur weitergetrudelt und ist jetzt aber anscheinend, wie man hört, glücklich und zufrieden wieder in seinem alten Amt zu sein, dann ist er der Lucky Loser eigentlich dieser Woche. Frau Föderl-Schmidt, ist ein derartiges Herumjonglieren mit den höchsten Ämtern in Deutschland denkbar?
Nein, es wäre unvorstellbar. Ich fand auch bezeichnend, dass just gestern Abend in Deutschland der große Zapfenstreich für Bundeskanzlerin Merkel war, die eben nach 16 Jahren aus dem Amt scheidet. Es fehlen ihr wahrscheinlich nur 11 Tage, dann wäre sie noch länger als Helmut Kohl im Amt gewesen. Also eine bemerkenswert lange Karriere. Und in Deutschland hat man eben in der Zwischenzeit also nur 9 Bundeskanzler gehabt. Und in Österreich hat man jetzt allein in den letzten 52 Tagen, wenn ich richtig informiert bin, 3 gehabt, also einen extrem schnellen Wechsel. Und was aus der deutschen Perspektive schon erstaunt hat, und es war heute früh wirklich auf allen Kanälen zu hören, zu lesen, das Wort Chaos in Zusammenhang mit Österreich. Also das war der Eindruck von außen. Jetzt versucht man Ruhe reinzukriegen durch diese Regierungsumbildung, die ja tatsächlich größer ausgefallen ist als eigentlich notwendig. Ist ja schon erörtert worden, dass man auch den Herrn Fassmann zum Beispiel hat, einbezogen hat, was ja nicht notwendig gewesen wäre. Und ich fand auch, also von draußen beobachtet, es war ein Déjà-vu-Erlebnis, weil man hat gesehen, wenn man den türkisen Lack abkratzt, es kommt wieder die alte schwarze ÖVP zum Vorschein, inklusive Herr Schützenhöfer, der sich noch erdreistet, dann die Pressekonferenz und die Präsentation abzustechen, indem er noch mit den Neuigkeiten als Erster rausgeht. Also das ist wirklich so wie früher. Also wie wenn es die Ära Kurz nicht gegeben hätte. Schon sehr erstaunlich. Die schwarze ÖVP kommt unter der Krisen wieder zum Vorschein, sagen Sie. Aber Karl Nehammer ist ja eigentlich Teil von beiden Welten. Er ist in Niederösterreich herangewachsen, aber war in der Regierung von Sebastian Kurz und dort nicht unerfolgreich. Also welches Lager repräsentiert er wirklich? Ich glaube, er ist flexibel, um ehrlich zu sein. Also er war zwar sehr nahe an Kurz dran, aber nicht nahe genug, um jetzt zu sagen, der gehört zum Inner Circle. Er kennt die Partei sehr gut, weil er hat ja auch Wahlkämpfe gemacht. Er war Generalsekretär 2 oder 3 Jahre, weiß ich jetzt nicht genau. Und er ist halt einfach sozusagen von seinem Werdegang her sehr in Niederösterreich verankert. Er ist aber auch in Wien verankert, weil er dort Bezirksparteiobmann ist in Hitzing. Und er ist einfach einer, der, glaube ich, so intern, um es jetzt mal positiv zu formulieren, als Verbinder gilt. Also er kann irgendwie gut mit allen Seiten. Er kann angeblich auch sehr gut mit den Grünen und hat auch in schwierigen Phasen immer das Gespräch gesucht. Also ich will jetzt gar nicht abstreiten, dass er nicht möglicherweise der richtige Mann ist. Ja? Also er ist sicher kein Gambler, wie es Kurz ist oder war als Politiker, sondern dazu ist er auch ein bisschen zu bieder. Er ist ein strammer Rechtskonservativer. Er wird sicher in der Migrationsfrage den Kurs von Sebastian Kurz fortsetzen. Das denke ich schon. Aber ich denke schon, dass er dass sein Verhältnis zur niederösterreichischen Landeshauptfrau so intakt ist, dass er jetzt nichts machen wird, was die ärgert. Ist Karl Nehammer der richtige Mann für die ÖVP, aber auch für Österreich? Für die ÖVP vermutlich schon. Für Österreich wird sich weisen, inwieweit er, wie lange er Bundeskanzler bleibt. Also in allen Umfragen gibt es jetzt erstmal seit Bruno Kreisky eine linke Mehrheit. Ist eine linke Mehrheit möglich? Ich denke dennoch nicht, dass wir in Neuwahlen gehen werden. Aber sollten wir das und sollte sich diese Mehrheit dann ausgehen, dann wäre er Geschichte. Man darf nicht vergessen, die ÖVP hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren eigentlich nie einen Spitzenkandidaten gehabt, bis auf Sebastian Kurz, der Wahlen gewinnen konnte. Wolfgang Schüssel einmal, aber das war einmal am Pokertisch und das zweite Mal mit Karl-Heinz Grasser im Rucksack. Also aus eigener Kraft eine Wahl gewonnen hat noch nie ein schwarzer Kandidat, bis auf den türkisen Sebastian Kurz. Ob das Nehammer gelingt, wird sich weisen. Hängt auch davon ab, wie stark die Sozialdemokratie aufgestellt ist und wer sie anführt. Aber deswegen kann ich diese zweite Frage nicht beantworten. Ich nehme an, ich bin bei Petra Strüber, er wird den Kurz von Sebastian Kurz fortsetzen. Er hat das auch heute, glaube ich, formuliert mit den 3 Begriffen, die er verwendet hat. Solidarität und Sicherheit. Sicherheit ist klar, das verstehen wir alle. Solidarität ist ein Punkt, der wahrscheinlich überraschend klingt bei einem ÖVPler, aber dahinter steht dieses
eigentlich dann sozialpolitische sehr wohl, also bestimmten Schichten nicht wehtun zu wollen. Das war ja auch bei Kurz ganz ausgeprägt, also keine Pensionsreform, übermäßige Pensionserhöhungen bei Mindestpensionen. Also das waren lauter Signale, die jetzt nicht gerade nach einem rechtskonservativen, neoliberalen Thatcher-Mann klingen. Und da wird das, glaube ich, auch genau diesen Kurs weiterführen. Und ja, also das fand ich ganz interessant. Und ich glaube, der Punkt ist das Verbindliche. Also ich glaube, die Wahl fiel auf ihn, weil in der ÖVP die Panik ist oder die Angst herumgeistert. Man könnte da jetzt wirklich also nicht nur Wähler, sondern auch Funktionäre verlieren. Leute, die wegen Sebastian Kurz, wegen dieser neuen Bewegung an Bord gekommen sind, die zum Teil vielleicht gar nicht so politisch sind, und dass man die jetzt verliert. Und das ist, glaube ich, ein Signal, jemanden zu nehmen, so übrigens auch den Herrn Mara in Wien, der jetzt nicht gerade der Jüngste ist, wenn er verzeihen mag, und den zu nehmen in Wien, den zu nehmen in Bund, damit die den Laden zusammenhalten. Die ÖVP ist in Umfragen wieder weit weg von diesen Traumwerten, die sie einmal hatte. Sie hat ja fast schon an den 40% gekratzt. Jetzt ist sie unter der SPÖ gelandet, wenn man diesen Umfragen vertrauen kann. Wir wollen das mal tun. Hat Karl Nehammer das Charisma, um sie aus diesem Umfragetief wieder rauszubringen, die Volkspartei? Naja, sie kratzte weiter an den 40% halt von weiter unten weg. Also das muss man vielleicht sagen. Was mich verblüfft ist in Wirklichkeit, was ist in den letzten 2 Monaten passiert, dass der Herr Nehammer jetzt der geeignetste ist, aber vor 2 Monaten noch nicht war. Also dieser frivole Vorgang, der hier passiert ist, dass sich jemand zum Kanzler küren lässt, ohne dass er Lust dazu hat, und 2 Monate später dann draufkommt, dass es noch schlimmer ist, als er es erwartet hat, und dann nimmt man jemanden, der vorher eigentlich schon zur Verfügung gestanden wäre. Und das zweite Frivole, das ich an der Situation finde, ist, dass in Österreich so Jobs vergeben werden, so auf Zuruf. Also du hast in Wirklichkeit ja Dutzende Menschen jetzt mittlerweile in den letzten Jahren, die Funktionen bekleidet haben, wieder denen entzogen wurden oder weggegangen sind, aber ohne dass du irgendwie eine Diskussion darüber hattest, kann er oder sie das überhaupt, ist er ein gut geeigneter oder eine bestgeeignete, also es wird so irgendwie nach irgendwelchen arithmetischen Mitteln jemand gesucht, der ins Schema passt, aber ohne eine längere Diskussion. Das war heute ja ganz augenfällig, dass plötzlich Menschen aufgetaucht sind, die, ich glaube, nicht einmal der Herr Nehammer gekannt hat. Ich glaube nicht, dass er den Unirektor in Graz gekannt hat, bevor er zu seinem Innenminister wurde. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, von dem, wo die ÖVP war bei der letzten Wahl, ist sie weit entfernt und wird auch in absehbarer Zeit nicht annähernd mehr dorthin kommen. Christian Nusser sagt, in Österreich werden Jobs auf Zuruf vergeben, und mit dem Innenministerium, dem Finanzministerium und dem Bildungsministerium gilt es ja auch wirklich sehr, sehr wichtige Ressorts nachzubesetzen. Sind für diese Jobs Top-Leute gefunden worden? Ja, das geht wirklich. Man hat ja gehört, dass die ganze Nacht durchtelefoniert wurde, dass es heute in der Früh noch eine Videokonferenz der Landeshauptleute, wir sind immer wieder bei den Landeshauptleuten, also das Machtzentrum sind die Landeshauptleute, die Schwarzen, allesamt schwarzen Landeshauptleute insgesamt und die Niederösterreichische im Speziellen. Und so hat man sich auf gut Österreichisch ausgeschnapst. Jetzt haben wir ja tatsächlich eben den steirischen Bildungsminister, die zusätzliche oberösterreichische Staatssekretärin, denn die Tiroler Ministerin musste bleiben, weil man keine andere Tirolerin gefunden hat, als gäbe es Wirtschaftskompetenz nur in Tirol. Vorarlberg hat den Finanzminister. Die Qualifikation, wir wollen alle miteinander hoffen, dass die das können. Aber wir haben auch bei der letzten Regierung schon gesehen, dass nicht alle alles können. Und man hat auch den Eindruck, dass manche von denen, die nicht die allerbeste Figur in den vergangenen Monaten gemacht haben, noch immer da drinnen sitzen. Wie geht es denn dem grünen Koalitionspartner damit eigentlich? Werden sich die Grünen da jetzt immer neue Leute vorsetzen lassen und alles mitmachen, solange sie nur weiter regieren können? Also vorhin war ja der Vizekanzler zu hören und er hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als ob er da ausbrechen möchte. Also es scheint wirklich die Devise zu sein, irgendwie kommen wir schon durch, einfach weitermachen, versuchen irgendwie die Pandemie zu bewältigen. Aber das ist schon erstaunlich, es ist gar kein Anspruch durchgeklungen heute auch. Also irgendetwas, was eine Erzählung gewesen wäre, also die paar Schlagworte hat er halt in den Raum geworfen, der Herr Nehammer, aber was will diese Regierung? Was hat sie auch noch an großen Themen vor? Da kam gar nichts. Und das finde ich schon erstaunlich. Also dieses
ja, anspruchslose Mittelmaß. Es sind halt die, ein paar Leute versorgt worden, alle Bundesländer sind berücksichtigt, Bünde, ein paar Frauen sind auch dabei. Und das war's. Und ich finde das schon sehr erstaunlich, dass da auch nicht die Grünen zum Beispiel jetzt diese Gelegenheit nutzen und sagen, wir wollen dieses und jenes noch stärker akzentuieren. Also es ist so, auch glaube ich jetzt wegen Frau Gehwessler und der Aufregung rund um die Lobau und andere Straßenprojekte, die vielleicht noch gekippt werden, so kalmieren und machen wir einfach irgendwie weiter, weiterwurschteln. Das scheint tatsächlich die Devise zu sein und irgendwie da durchzukommen bis zum nächsten regulären Wahltermin. Und gut, das finde ich als Anspruch ist zu wenig. Ich glaube, die Grünen haben in den letzten Wochen so viel Beute gemacht. Ja. Vom Bundeskanzler angefangen, dann auch noch vom Parteichef, selbe Person, den sie erlegt haben und was ihnen der Koalitionspartner ja auch vorwirft und nachträgt. Jetzt ist er auch als Parteichef weg. Sie haben den Lobautunnel auch noch zu Grabe getragen, hat in der ÖVP auch noch einmal für Aufregung gesorgt. Und weil wir über Schallenberg gesprochen haben, Schallenbergs schwache Reaktion auf Gewesslers Lobautunnel-Entscheid hat die Position von Schallenberg noch einmal vielleicht den letzten Anschluss gegeben, dass jetzt, dass er auch nicht mehr in Frage kommt. Aber ich glaube, Werner Kogler hält sich jetzt ein bisschen zurück, weil er ohnehin oder weil seine Grünen in den letzten Wochen ohnehin so viele Punkte gemacht haben. Zu viele fast für eine Partnerschaft. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass er es so genießt. Er sagt irgendwie alle 5 Minuten, dass die Grünen der stabile Faktor in der Regierung sind. Und das sieht man doch. Und das stimmt ja auch letztlich. Also wenn man sozusagen die Fluktuation grüner Minister anschaut, da sind die weit hinten im Vergleich zur gesamten ÖVP-Regierungsriege. Aber ich stimme Alexandra Föderl-Schmidt natürlich zu. Das ist eine Regierung. Und das ist eine Regierung in einer Pandemie. Was ich an Nehammer ja zumindest anrechne, ist, also, dass er sofort sozusagen auf die Pandemiebekämpfung fokussiert hat und gesagt hat, und da werden wir uns wirklich anstrengen und da auch gleich einen Impfappell angehängt hat. Aber das reicht halt nicht. Ja? Also das ist einfach zu wenig. Eine Regierung muss an sich selbst schon auch höhere Ansprüche stellen. Vielleicht ist es ja auch nicht. Die haben einfach Oberwasser. Also die haben relativ viel durchgekriegt, das Österreich-Ticket, die Steuerreform, die CO2-Bepreisung, die übrigens Sebastian Kurz als seinen Verdienst plötzlich gesehen hat bei so einer Abschiedspressekonferenz. Auch erstaunlich, erstaunlicher Move. Aber also die Grünen haben wirklich viel durchgekriegt. Und ich glaube auch bei den Grünen gibt es neben diesem sozusagen Genuss, dass jetzt da irgendwie die ich glaube bei einem Grünpolitiker hat das mal, das ist wie beim Kegeln. Ja. Dauernd fällt ihnen ein weiterer Kegel, wenn der Ball kommt oder wenn die Dings kommt. Also die genießen das fast. Und ich glaube, ein Punkt ist noch, dass sie Angst haben, dass sie dann oder in den Knochen haben, in ihrem neuen Markenkern. Die sind aus dem Parlament mal rausgeflogen. Und jetzt sitzen sie als Koalitionspartner und fast mächtigerer Partner in der Regierung. Also das Risiko einer Wahl einzugehen und zu hoffen, dass man dann möglicherweise in einer Ampelkoalition aufwacht, wo man dann eigentlich weniger Einfluss hat als in der jetzigen Konstellation, ist natürlich machtpolitisch verständlich, wenn auch moralisch nicht gerade. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich einfach höhere Ziele stecken sollte. Und wofür steht jetzt diese Regierung? Also was hat die tatsächlich noch vor? Außer eine ÖVP, die sich erst finden muss, ist aus grüner Sicht vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt gilt Karl Nehammer als Hardliner zum Beispiel in Migrationsfragen. Werden sich die Grünen damit leicht tun? Ja, das haben sie sich nie. Also das war ja einkalkuliert im Koalitionsvertrag, dass das ein problematisches Feld wird. Das Problem ist in Wirklichkeit, dass die Grünen jetzt fast schon zu erfolgreich sind für die ÖVP. Denn das, was sie jetzt beschlossen haben, was man Klimaticket oder Steuerreform, wird ja erst nächstes Jahr schlagen. Das heißt, dann werden die Auswirkungen spürbar sein. Und man muss schon auch im Hinterkopf behalten, dass die ÖVP jetzt der SPÖ wesentlich näher ist, als sie den Grünen als Koalitionspartner ist. Das hier lauert schon auch eine gewisse Gefahr,
dass man so weit voneinander entfernt wird und dass die ÖVP in Wirklichkeit, die ja das immer gegenteilig gespielt hat, die ÖVP hat immer das meiste herausgeholt aus Regierungen, ob es jetzt blau war oder grün zu Beginn. Das hat sich jetzt komplett umgekehrt. Also wenn man jetzt nachdenkt, welche Erfolge die ÖVP in den letzten Monaten für sich verbuchen konnte, da fällt einem wenig ein, während die Grünen in Wirklichkeit relativ unverfroren und ungehemmt hier alle möglichen grünen Themen durchgebracht haben. Und der Lobautunnel natürlich als Höhepunkt, der natürlich für die klassische wirtschaftsnahe ÖVP ein Schlag ins Gesicht ist, fast noch mehr als für die SPÖ. Aber es hängt ja auch mit dem Politikertypus Kurz zusammen, dass die ÖVP einfach nicht wirklich etwas vorzuweisen hat, weil da ja nicht wirklich Politikfelder aufgemacht worden sind. Also wenn wir schon bei Kurz wollte nicht unbedingt für irgendwas stehen. Lassen Sie uns gleich ein bisschen bei Sebastian Kurz bleiben. Frau Föder-Schmidt, Sie haben im Oktober noch geschrieben, nur ein Gericht oder eine Wahlniederlage werden ihn stoppen. Hat Sie es überrascht, dass er dann letztendlich doch von selbst gegangen ist? Ja, tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, der harrt noch aus und wartet auf seine Chance, wobei er könnte ja wiederkommen. Also ganz so ausgeschlossen ist das nicht, wenn die Ergebnisse auf der juristischen Ebene so sind, dass er meint, er kann wieder ein Comeback wagen. Die Frage ist nur, ob die Landeshauptleute da jetzt noch mal mitspielen. Und da hat sich, glaube ich, schon in den vergangenen Tagen einfach etwas getan. Ich glaube, den Landeshauptleuten ist auch schon auch bewusst worden, nicht zuletzt durch die Chats, dass sie sich da auch an der Nase zum Teil haben herumführen lassen, dass sie auch vorgeführt worden sind. Es gibt ja auch Chats, wo sich diese Partie rund um Kurz nicht sehr positiv über einzelne Landeshauptleute oder über die Landeshauptfrau äußern. Und ich glaube, das alles zusammen hat schon eben ja, jetzt dazu geführt, dass die Landeshauptleute sich zusammengetan haben. Und Frau Mikl-Leitner ist ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden, die hat natürlich ihre Wahl 2023 im Blick, also in ihrem Bundesland. Und da war sicherlich auch die Motivation deshalb von ihrer Seite sehr hoch, da einfach auf einen harten Schnitt jetzt zu drängen. Aber es verwundert schon ein bisschen, wenn Frau Fedold-Schmidt sagt, dass ein Comeback von Sebastian Kurz denkbar ist, denn er hat immerhin zwei Regierungen gesprengt und sogar jetzt im Abgang wieder alles über den Haufen geworfen. Also hat er dem Land nicht hauptsächlich Chaos gebracht? Na, aber vielleicht sprengt er noch eine Regierung. Das halte ich auch für möglich, nicht in absehbarer Zeit. Also da muss sich schon, was seine Verfahren betrifft, etwas zu seinen Gunsten tun. Und das wird sicher Jahre dauern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Kurzrufe wieder kommen werden, wenn es der ÖVP schlecht geht und dafür spricht so manches. Und zwar dauerhaft schlecht geht, dann wird man ihn verklären und sich daran erinnern, welche Erfolge er der Partei gebracht hat. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass, und wenn wir noch dazu vielleicht die nächste oder übernächste Migrationskrise haben und er als der große Retter in Migrationsfragen gilt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Ruf kommt und er sich dann vielleicht auch rufen lässt, wenn es die Umstände erlauben. Leicht wird es aber sicher nicht. Sein großes Vorbild Benjamin Netanyahu, mit dem er ja auch sehr eng zusammengearbeitet hatte, war knapp 3 Jahre in der Regierung und hat dann 10 Jahre gewartet und dann wurden es noch mal 14 Jahre. Also da finde ich, gibt es schon auch Vorbilder, an denen man sich immer noch orientieren kann. Sagen, es gibt immer noch Beispiele wie Kalti oder zu Gutenberg, glaube ich, ein relativ ähnlicher Typ vielleicht sogar, ja, mitunter ist. Und der kommt nicht mehr. Nein, also der will aber auch nicht mehr. Na, vor einigen Jahren, glaube ich, hätte er schon noch gerne, jetzt, aber er will jetzt nicht mehr. Und das könnte aber auch sein, dass wenn Kurz in eine Managementfunktion kommt, etwa in einem großen Verlagshaus in Deutschland oder woanders, im Silicon Valley, keine Ahnung, wo auch immer, und dass eine solche Karriere gelingt, wie sie der Laura Rudolph gelungen ist, sollte das passieren, sollte das möglich sein, oder wie Gutenberg selber, dann glaube ich, ist auch die Lust nicht mehr so groß, in die Politik zurückzukehren. Wenn man dann auf das Bankkonto schaut, dann schaut die Welt vielleicht ganz anders aus. Aber ich glaube, es kommt auch jetzt darauf an, was kommt noch aus den Chats raus und vor allem, wie sieht die juristische Bewertung aus? Das ist das Zentrale und das kann man schlicht und einfach jetzt. Ich glaube, die Frage, die wir uns eher stellen sollten, ist, was hat er sozusagen, was ist sein Vermächtnis? Ja? Und sein Vermächtnis ist schon irgendwie ein
ein System, das er hinterlassen hat und sein Versuch, wirklich an Institutionen dieser Republik auch wirklich zu kratzen und die Justiz wirklich auf eine Art und Weise sturmreif zu schießen, wie er das gemacht hat. Also das sind einfach wirklich keine guten Eigenschaften, die er da gezeigt hat. Und das Land wird an dem noch weiter laborieren, das glaube ich schon. Ja? Die Art und Weise, wie er das Parlament ständig negiert hat, wie er einfach wirklich auch geglaubt hat mit Inszenierung und der berüchtigten Message Control kann er einfach die Dinge so lenken, wie es ihm passt. Das ist eine Art und Weise, mit unserer Demokratie umzugehen, die nicht okay ist und die einfach die ÖVP zugelassen hat, weil sie einfach sich gedacht hat, der Zweck heiligt die Mittel und es geht uns ja gut damit. Und das ist schon auch etwas, damit wird sich auch die ÖVP auseinandersetzen müssen. Die werden das aufarbeiten müssen, diese Ära Kurz, wenn sie eine ernstzunehmende, staatstragende Partei bleiben wollen. Ob sie es machen, weiß ich nicht. Nee. Sie werden es ja wohl oder übel aufarbeiten müssen, denn es droht oder es kommt ja ein U-Ausschuss zur ÖVP. Wird das nicht nur Sebastian Kurz weiterhin verfolgen, sondern möglicherweise auch Karl Nehammer? Ja, schon, aber natürlich ist ein bisschen der Druck jetzt weg aus diesem U-Ausschuss, weil die handelnden Personen zum Teil nicht mehr in den Ämtern sind. Wenn man es ganz hart sieht aus der Ära Kurz, dann muss man sagen, er ist als Tiger weggesprungen und als Bettvorleger aufgekommen. Das wird der ÖVP langfristig die Lust nehmen, in irgendeine Position zu hieven. Also ich für meine Position schließe aus, dass er in die Politik in absehbarer Zeit, da bin ich 10 Jahre Unterkante, überzeugt davon, dass er nicht zurückkehrt, weil man darf ihn nicht vergessen, er hat damals aufgebaut auf ein lange vorbereitetes System, er hat zentrale Positionen besetzt und zum Schluss ist er in die Position des Kanzlers gekommen. Dann hat er in Wirklichkeit über lange Zeit die Landeshauptleute auch gedemütigt in ihrer Entfaltung. Wer sollte denn die Lust verspüren, so etwas zu wiederholen oder noch einmal dieses Experiment zu wagen? Also für mich ist das auf absehbare Zeit undenkbar. Zum U-Ausschuss, ja, wir wissen nicht, was an Chats noch kommt. Wir wissen in Wirklichkeit nicht, mit welcher Vehemenz das betrieben wird. Wir wissen ja auch nicht, ob er ein reiner ÖVP-Untersuchungsausschuss jetzt wird oder ob er um Wiener SPÖ erweitert wird. Das kann ja alles noch sein. Aber natürlich, dass die Reizfigur Kurz weg ist, nimmt ihm natürlich schon eine gewisse Kraft. Herr Nowak, kommt da noch was an Chats, was auch aktuelle Regierungsmitglieder noch in Bedrängnis bringen könnte? Die aktuellen nicht, aber ich glaube, es kommt noch einiges in den Chaosen, die bereits am Tisch liegen. Das schon. Frau Föder-Schmidt, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Sie schon angesprochen haben, dass nämlich jetzt die Ära Kurz auf wundersame Weise zur selben Zeit zu Ende geht wie die Ära Merkel. Wie haben sich denn die beiden Abschiedsreden von der deutschen Kanzlerin und ihrem österreichischen Amtskollegen unterschieden? Kaum. Fundamental. Ich meine, das war jetzt fast eine rhetorische Frage. Hallo. Also bei Kurz hat es sich um Kurz gedreht und er hat halt sehr viele Worte mit Ich verwendet. Und Merkel hat tatsächlich die Gelegenheit genutzt, einfach nochmal sehr fundamentale Dinge anzusprechen, um vor allem den Wert der Demokratie auch zu betonen. Und ja, das war ein großer Unterschied. Ich finde, da merkst du halt, hier war Substanz und hier ging einer Person darum, halt sie nur irgendwie selbst im Abgang gut darzustellen. Und nicht nur das, sondern auch nochmal als Opfer zu gerieren. Also er hat sie ja nochmal dargestellt als einer, der verfolgt werde. Und bei Merkel war es ein nüchternes Bilanzziehen, wie es ihre Art ist. Und ja, wie gesagt, ihr ist einfach nochmal um die Sache gegangen und vor allem sie hat die Demokratie und den Wert der Demokratie in den Mittelpunkt gestellt. Deutschland und da wieder besonders die Springer-Medien haben lange Zeit von einem wie Kurz geträumt. Da gab es ja auch entsprechende Schlagzeilen. Wie hat sich denn das Bild jetzt geändert? Naja, die Berichterstattung war schon etwas verhaltener, seit Kurz eben
in die Bredouille gekommen ist. Das war schon zu merken, aber die Verbindungen scheinen noch sehr intakt zu sein, denn neben der Kronenzeitung waren die Bild-Kollegen diejenigen, die auch die Rücktrittsmeldung als erste hatten. Und bei der Bild-Zeitung hat sich ja auch einiges getan jetzt in der Zwischenzeit. Da gab es ja jetzt auch einen Abgang des Chefredakteurs, der ein enger Verbindungsmann eben von Kurz war. Also auch da gab es oder gibt es eine Parallele bezüglich eines doch sehr tiefen Falls. Aber es war nicht nur die Bild-Zeitung, die davon geschwärmt hat, so einen wie den Kurz bräuchten wir, sondern es gab auch noch zwei Tage, bevor die Chats an die Öffentlichkeit kamen, der Hamburger CDU-Chef hat ihm gesagt, ja, Kurz ist das Vorbild. Es gab auch enge Verbindungen zwischen Kurz und Markus Söder. Gab es zwar dann auch immer wieder Rivalitäten, aber er schien schon in Teilen der CDU als eine Lichtgestalt, die man bräuchte. Und wenn man sich das jetzige Kandidatenkarussell in der CDU anschaut, also da sieht es jetzt auch nicht sehr, ja. Kehren wir zurück nach Österreich und in die Gegenwart und in die nahe Zukunft. Jetzt fangen schon die ersten Oppositionsparteien, namentlich FPÖ und SPÖ, an Neuwahlen zu fordern. Lange Zeit hat es geheißen, keine Partei hat jetzt an Neuwahlen Interesse. Hat sich das geändert? Naja, keine Partei. Die ÖVP und die Grünen dürften tatsächlich kein Interesse haben, weil wenn die ÖVP jetzt statt bei 37% in den Umfragen irgendwo herumdümpelt zwischen 25% und noch weniger Prozent, dann sollte sie tatsächlich kein Interesse haben. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt mit dem neuen Parteiobmann und Bundeskanzler sich das jetzt deutlich ändern wird. Also die ÖVP hat einmal kein Interesse, die Grünen vermutlich auch nicht, aber trotzdem rechne ich damit, dass Neuwahlen in absehbarer Zeit durchaus möglich sein sollten. Wir wissen ja die Umstände, dass es ab dem zweiten Halbjahr des nächsten Jahres praktisch nicht geht, weil dann die Bundespräsidentenwahlen anstehen und im übernächsten oder im Jahr 23 dann vier Landtagswahlen. Also wenn, dann müsste es im ersten Halbjahr des kommenden Jahres sein und dass sich eine Konstellation ergibt, dass diese Koalition doch noch zerbricht, halte ich nicht für ausgeschlossen. Wie schätzen Sie das ein? Werden wir schon bald wieder wählen und wer könnte davon profitieren? Also, bitte. Naja, auf jeden Fall mal Herbert Kickl, auf jeden Fall mal die MFG, also diese Impfgegnerpartei, also diese laut Umfragen, die ich kenne, wäre sie, wenn jetzt gewählt würde, auch im Nationalrat. Also das heißt, da wird es zu einer zusätzlichen, erneuten Polarisierung und Zuspitzung der Situation kommen, gegnerische Lager und so. Also ist keine schöne Vorstellung. Möglicherweise würde auch die SPÖ tatsächlich vorne liegen. Ich meine, jetzt muss man sagen, liegt sie zwar in Umfragen vorne, aber es ist alles in manchen Umfragen, es ist alles so ungefähr in der Schwankungsbreite. Man weiß es nicht genau. Also mich wundert eigentlich, dass die SPÖ nicht viel höher liegt bei dem, was sich da irgendwie auf Regierungsseite abgespielt hat in den vergangenen Tagen und Wochen. Also eigentlich müsste die SPÖ bei 30% liegen, wenn nicht sogar drüber. Das tut sie nicht. Also insofern sind vielleicht die Rufe führender Sozialdemokratinnen nach Neuwahlen auch eher verhalten. Ja, ob die Grünen profitieren könnten, ist die Frage. Also sie haben sich zumindest jetzt einmal ein bisschen vom Image derer, die also ständig einknicken in der Regierung, verabschieden können. Sie wirken eigenständig. Wir haben sie ja eh schon besprochen, sehr viel durchgesetzt in den letzten Wochen. Aber letztlich wird diese gesamte Regierung daran gemessen werden, wie sie diese Pandemie bekämpfen und ob sie da jetzt endlich erfolgreich sind, konsistent sind in dem, was sie tun, nicht ständig widersprechende Dinge tun. Dafür bräuchten die jetzt mal Ruhe in der Regierung und einen einheitlichen Plan und sie müssten sich mit den Ländern einigen, dass die nicht wieder querschießen. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Die SPÖ müsste eigentlich bei 30% liegen, sagt Petra Strüber. Wessen Schuld ist es denn, dass sie das nicht tut? Wohl auch die Schuld der Spitze bzw. der Führung der Partei, die eine merkwürdig sonderbare defensive Politik zurzeit führt. Also
man hört und sieht recht wenig von der potenziellen Spitzenkandidatin. Jetzt haben wir gerade vorher gehört, aber da würde wesentlich mehr gehen. Auch die großen Gegenkonzepte sehe ich derzeit nicht. Vor allem die großen Gegenkonzepte der wahrscheinlich in der Pandemiefrage profundesten Kennerin des Landes, nämlich Pamela Rendi-Wagner. Also wie es einem gelingen kann, eine Partei von einer Frau führen zu lassen, die als einzige in ganz Europa wirklich eine Ahnung hat, also mich von Anfang an eine Ahnung gehabt hat, worum es hier gerade geht und die eigentlich die Ausbildung und das Handwerk dafür hat oder den Handwerkskasten dafür haben müsste, dass man das nicht besser über die Rampe bringen konnte, ist ein wirkliches Rätsel. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde es sehr interessant, ob sich die Grünen mal die Frage gefallen lassen müssen, so wie sich die Gewerkschaft oder Teile der SPÖ die Frage gefallen lassen müssen, warum habt ihr eigentlich nicht gewählt, dass Christian Kern damals kurz nach der Übernahme der Partei eigentlich wählen wollte und ein Ultimatum gestellt hat und er dann von der Gewerkschaft zurückgepfiffen wurde und da gab es noch keinen Sebastian Kurz und der vielleicht heute noch Kanzler wäre. Und genauso werden sich die Grünen vielleicht die Frage stellen müssen, wenn es dann keine Ampelregierung nach der nächsten Wahl gibt, weil sie sich schlichtweg nicht ausgeht, ob es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, zu Beginn 2022 gemeinsam mit der SPÖ, NEOS und auch der FPÖ in Neuwahlen zu gehen und damit die ÖVP am falschen Fuß zu erwischen und dann eine solche Regierung wie in Deutschland zu bilden. Oder ob es dann vielleicht ganz andere Konstellationen wieder geben wird, vielleicht mit einer FPÖ ohne Kickl als Koalitionspartner für die ÖVP oder vielleicht eine große Koalition, entweder so oder so. Die ÖVP ist das ja gewohnt als Juniorpartner. Das ist sozusagen ihre angestammte Rolle, die sie jetzt langsam wieder sich offenbar sich wieder zurückbegibt. Also ich finde das sehr interessant, dass diese Chance, diese Parteien nicht nützen. Jetzt ist Chefredakteur einer bürgerlichen Zeitung, nicht unbedingt ein Verfechter von einer Ampelkoalition, wie Sie sich vorstellen können, aber interessant finde ich das schon. Christian Nusser, unabhängig davon, welcher Partei es nutzen oder schaden würde, Neuwahlen in Zeiten von Corona eine gute Idee? Erstens keine gute Idee, zweitens würde ich es vom Stand heute ausschließen. Wobei in Österreich Möglichkeiten auszuschließen, ist in der Nähe der Tollkühnheit. Aber welche Partei sollte ein Interesse haben? Ich halte es auch bei der FPÖ für Koketterie, weil sie kann in einer Wahl kaum etwas dazugewinnen, weil sie ja die MFG dazugestellt bekommt, die nach aller Wahrscheinlichkeit in den Nationalrat einziehen wird und das extremere Potenzial der FPÖ an dem mitnaschen wird. Das heißt, es wachsen auch hier keine Bäume in den Himmel. Bei der SPÖ ist es so, dass wir allein bei der Wahlankündigung oder Neuwahlankündigung oder Möglichkeit einer Neuwahl drei verschiedene Meinungen hatten. Wir hatten Burgenland, dass das sehr unbedingt will. Wir hatten die Parteivorsitzende, die das nicht will. Und wir hatten irgendwo dazwischen den Herrn Leichtfried, der sagt, vielleicht möglich könnte sein. Das heißt, hier müsste ja zumindest die SPÖ sich entscheiden, in welche Richtung sie zumindest in diesem Punkt geht. Bei allen anderen Parteien sehe ich das, den Wunsch und den Willen nicht, warum sie jetzt in Neuwahlen gehen sollten. Es ist das einzig Verführerische, dass natürlich die ÖVP nicht mehr diese 37,4% erreichen würde. Aber es ist für alle ein enormes Risiko, hier in einen Wahlkampf einzusteigen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch etwas aufgreifen, was ich in der Presse gelesen habe, nämlich, dass die ÖVP ohne Sebastian Kurz jetzt wohl wieder zur Sachpolitik zurückkehren wird und dass das ganz schön langweilig sein würde. Wird es jetzt Fahrt werden in Österreich, Frau Föderl-Schmidt? Also man wird weniger von außen auf Österreich schauen. So gesehen ja, weil ich meine, der Glamourfaktor eines Herrn Nehammer hält sich in Grenzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Chance ist, wieder zurückzukehren zur Substanz, zu einer Politik, die auch klar macht, wofür steht sie, was will sie und die sich nicht von Umfragen und Stimmungen leiten lässt und die auch europapolitisch einen klaren Kurs hält. Ich glaube, das täte Österreich diesem Land sehr gut. Das kommt davon, wenn Sie Boulevardzeitungen lesen, ne? Ist das eine Utopie, die wir da gerade gehört haben, oder kehrt jetzt wieder die Sachpolitik in Österreich an? Also einerseits wissen wir alle miteinander, dass uns gerade zum x-ten Mal in diesem Jahr nicht Fahrt ist aufgrund der innenpolitischen Lage. Könnte mir auch vorstellen, dass es weiterhin Überraschungen geben kann. Aber Sachpolitik, ja, mehr Sachpolitik, damit würde ich auch rechnen und auch die kann spannend sein. Spannend bleibt es auf jeden Fall auch hier bei uns in ORF3. Ihnen allen vielen Dank für die spannende Diskussion. Und bei uns geht es spannend weiter und bei ORF2 geht es vor allem spannend weiter. In der Zeit im Bild 2 ist heute der neue Finanzminister Magnus Brunner zu Gast. Und hier in ORF3 sehen Sie gleich den Film, den wir aus Aktualitätsgründen aus dem Hauptabend verschoben haben. Das Weihnachtsekel mit Fritz Wepper und Michael Roll.
Und die politische Daily Soap, die geht dann am Montag weiter. Dann wird Alexander Van der Bellen die neuen Regierungsmitglieder samt Kanzler angeloben. Wir übertragen das dann live in ORF 3 aktuell. Für heute aber danke ich nochmal meinen Gästen für die spannende Diskussion und Ihnen daheim fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.